Freunde. Es gibt Momente im Leben, die rühren auch das Herz des erfahrensten Showmasters. Der Anruf von Anja, das war ein solcher Moment. Sie sagte, ich habe mich unsterblich verliebt. Und ich sagte, ja, ich kann heute Abend nicht. Aber Anja lachte und sagte, der Mann meiner Träume heißt Ralf. Ich habe ihn auf Mallorca getroffen und seitdem aus den Augen verloren. Bitte helfen Sie mir, ihn wiederzufinden. Ja, was hätte ich tun sollen? Ihn Jörg von Torra überlassen für bitte melde dich? Nein. Hier ist Anja Brenner aus Wuppertal. Und ich habe im Urlaub meinen Traummann getroffen und den will ich unbedingt wiedersehen. Anja, schönen guten Abend, bitte. Anja, Sie sind Kosmetikerin in Wuppertal-Oberbarmen, aber es geht ja jetzt mehr um Ihren Urlaub, den Sie über Ostern mit Ihrer Freundin auf Mallorca verbracht haben. Ja genau, wir haben nämlich 2 Wochen Individualurlaub gebucht. Individualurlaub. Ja genau, das Ganze, das fängt schon am Flughafen an. Da haben alle Leute so Taschen bekommen mit LTU drauf. Und nur wir hatten welche ohne LTU. Da stand nichts drauf. Doch, in 3 Sprachen Individualtourist. Ja, viele sagen ja, Mallorca sei eine sehr ruhige, aber trotzdem spannende Insel. Zum Beispiel der Flughafen. Was haben Sie erlebt? Ah ja, viel Strand, viel Berge, die Sonne. Hatten Sie ein schönes Hotel? Oh ja. Ja. Jeden Morgen wurden bei uns die Handtücher gewechselt und die Bettwäsche neu bezogen. Naja, und um 5 Uhr morgens, da kam immer die Müllabfuhr. Ja. Liebe Talkfreunde, wir haben uns gedacht, nicht jeder ist ja schon mal auf Mallorca gewesen. Und wenn wir schon mal eine Sendung über Urlaub machen, dann zeigen wir auch ein bisschen was über die Insel. Marco, da ist er, der weltbeste Singrekorder. Der Marco war für uns, und da muss ich sagen, ich bin echt ein bisschen neidisch, der war für uns ein paar Tage auf Mallorca. Marco, wie war's denn? Ja, war echt klasse. Ja. Die Sonne, die Berge und so. Aber jeden Morgen kommt da übrigens die Müllabfuhr, um 5 Uhr. Ah, um 5. Da scheint's ja wirklich auf derselben Insel wie Anja gewesen zu sein. Gut, Marco, mal was anderes. Bist ein paar von deinen CDs losgeworden? Ja, die haben sie ja schon alle dort. Die sind kulturell echt gut drauf auf Mallorca. Och. Ja, also das heißt, in diesen kleinen romantischen Hafenbars und Restaurants, da spielen sie deine Musik. Ja, da auch, aber hauptsächlich am Ballermann. Also, ja, liebe Freunde, Marco hat für uns ein paar Impressionen von der Insel eingefangen. Hier sind sie. Mallorca. Mallorca, Mallorca. So romantisch und doch so viel Leben. Anja, was ist an Ihrem letzten Urlaubsabend passiert? Also ich und meine Freundin, die Bettina, wir wollten noch mal so richtig feiern gehen, so wie in Ihrem Film da gerade. Naja, und dann haben wir nur so aus Spaß in der Bayern-Disco die Wahl zu Miss Ballermann mitgemacht. Ja, und da habe ich dann gewonnen. Ja. Was gab's denn als ersten Preis? Verlängertes Wochenende, alles gratis, sowas? Nee, aber eine Schärpe und ein 3-Liter Sangria-Eimer. Aha. Was stand denn drauf? Sangria, wieso? Auf der Schärpe. Ach so, irgendwas Englisches. Ballerman Queen 97. Ja, ja. Wie ging's dann weiter? Ich nehme mal an, Sie haben Ihren Gewinn angezogen oder ausgetrunken, nicht? Und ja, genau. Also das war so, als ich dann 2 Strohhalme geholt habe, um mit der Bettina den Sangria zu trinken. Ja. Stand er dann auf einmal vor mir. Ihr Traummann? Ja, der Ralf. Auch ein Individualtourist, habe ich gleich an der Tasche erkannt. Naja. Und der hat mich dann ganz lieb angelächelt und total süß gefragt, darf ich auch mal was trinken? Ach, wie romantisch. Wie hat er das denn gesagt? Hey du, darf ich auch mal was trinken? Ja. Naja, und dann hat er den Eimer angesetzt und in einem Zug halb ausgetrunken. Dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, naja. Und das hat mich einfach total umgehauen, dass so ein toller Typ auf mich abgefahren ist. Ja, ja. Und der Ralf, der hat mir dann nämlich auch noch erzählt, dass ich ihm schon bei der Miss Ballermann-Wahl aufgefallen bin. Da sind Sie ihm schon aufgefallen. Hm. Mensch, nochmal jetzt zu dieser Misswahl. Wie geht denn das? Die Jury beurteilt die jetzt nur die Äußerlichkeiten oder hat die auch ihr Aussehen bewertet? Also wir Mädels mussten einfach so weiße T-Shirts überziehen, ein bisschen tanzen und dann haben Freiwillige aus dem Publikum Wasser über uns geschüttet. Ja,
zum Betriebsausflug der Freiwilligen Feuerwehr kommen wir später nochmal. Erzählen Sie weiter von Ralf. Also normalerweise bin ich überhaupt nicht so eine, das wollte ich nochmal kurz sagen, ne? Aber als ich dann später ins Hotel wollte, da hat der Ralf drauf bestanden, mich zu begleiten. Und das fand ich auch echt total süß, dass er mich halt nicht alleine gehen lassen wollte. Ja. Weil die Bettina, die ist nämlich noch da geblieben. Ah. Na, und als wir dann da waren, da wollte er mich noch aufs Zimmer bringen. Und dann, da ist es dann passiert. Sie meinen Sex? Nee, er hat gekotzt. Ihm war nämlich schlecht. Nämlich schlecht von der Sangria, naja, und das war ihm auch so richtig niedlich peinlich, weil dem Ralf ist sowas ja noch nie passiert. Und dann haben wir uns ganz toll unterhalten und der Ralf war total lieb zu mir. Und es war einfach alles so romantisch. Genau, und in dieser Nacht, da haben wir dann auch miteinander geschlafen. Ja, ich nehme an, da haben Sie sich dann so richtig ineinander verliebt. Also der Ralf, der war einfach so richtig romantisch und sensibel. Na, und dann hat er mir auch gesagt, dass wir uns unbedingt gleich in Deutschland treffen müssen. Und dann haben wir uns das so vorgestellt, wie das alles so wäre in 3 Jahren. Und der Ralf will nämlich auch Kinder. Ja. Und das hat einfach alles gepasst. Ja, also, ja, was ich nicht verstehe, nicht? Warum ging die Geschichte mit Ralf nicht weiter? Haben Sie die Adresse nicht ausgetauscht? Oder? Das ist ja das Blöde, ich habe nur die Telefonnummer vom Ralf. Ja, bitte schön, rufen Sie doch an! Na, habe ich ja, aber da kommt immer kein Anschluss unter dieser Nummer. Anja, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, nicht? Aber ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass Ralf vielleicht nur mit Ihnen ins Bett wollte und dass die Telefonnummer, die er dass er mir mit Absicht eine falsche gegeben hatte, meinen Sie, ne? Ich weiß schon, was Sie mir sagen wollen. Ja? Dass nämlich alle Männer im Urlaub nur Sex wollen, aber... Ja. Moment, ich frage mal nach. Wer von den Männern hier im Publikum ist nur wegen Sex im Urlaub? Finger hoch! Ja, das sagt mir doch alles! Lass mal, er auch! Also, Herr Kaiser, also da muss ich Sie aber enttäuschen, weil der Ralf und ich, das war einfach... intergalaktisch, das war einfach Liebe. Ja, ja, ja. Anja, mal angenommen, wir hätten es geschafft, Ihren Ralf aufzuspüren und er würde gleich durch diese Tür kommen. Mensch, Herr Kaiser, ich wusste, dass Sie das schaffen. Super. Ja, Anja, da will ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Ne? Liebe Talkfreunde, wir haben recherchiert und recherchiert auf Mallorca und in Dortmund und wir haben Ihren Ralf, der heißt übrigens mit Nachnamen Schneider, aufgespürt. Liebe Talkfreunde, hier ist Ralf Schneider! Ja, ja, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Ralf. Mensch, Sie Herzensbrecher, du. Das ist aber Gätzchen eine Überraschung hier. Ja. Das ist ja toll und romantisch, was Ihnen da mit Anja passiert ist im Urlaub, ne? Ja, das ist echt überraschend für mich hier, dass, ja, ne? Dass die Anja hier ist. Ja, ja. Ich dachte eigentlich, ich sollte was über Mallorca erzählen. Ach, Ralf, Sie brauchen sich hier nicht überschwänglich bedanken, wir machen sowas gerne. Ja. Mallorca, erzählen Sie über Mallorca. Ja, ist also eine super Insel, ne? Ja. Sonne, Berge. Ja, jeden Morgen kommt die Müllabfuhr. Ja, ja. 5 Uhr Müllabfuhr. Da habe ich schon die ersten Gemeinsamkeiten entdeckt. Ralf, was haben Sie unternommen, um Anja wiederzusehen? Ja. Ja, ich fand die Andrea auch, die... Anja. Die fand ich auch gut. Ich kann mich auch noch gut an die erinnern. So. Ja. Ja, das ist sehr schön, denn schließlich wollen Sie beide, jetzt wo Sie wieder zurück sind in Deutschland, wollen Sie ja eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Nicht, Anja, so sind Sie doch verblieben in der Nacht nach der Miss Ballermann-Wahl, ne? Also das kam jetzt alles so plötzlich für uns zwei, nicht, Ralf? Ja, das kann man wohl sagen, ja. Naja, und jetzt wollen wir das auch mal ganz langsam angehen und später können wir dann immer noch entscheiden, ob der Ralf nach Wuppertal zieht oder ich nach Dortmund, ja, ne? Ja. Ergreifend. Liebe Talkfreunde, ist es nicht toll, wenn Verliebte über ihre Pläne reden, gerade am Anfang der Liebe, da ist ja alles noch so frisch und so neu. Ralf, jetzt mal, wann werden Sie Anja Ihren Eltern vorstellen? Ja, sagen Sie es einfach. Ja, muss man mal gucken, wie es das ergibt, ne? So zeitlich. Ich habe im Moment nämlich relativ viel um die Ohren. So. Ja.
Ralf, was mich, Anja und auch die Zuschauer, die seit 5 Uhr heute Morgen für TV Kaiserkarten angestanden haben, hier interessiert, ist, was haben Sie die letzten 10 Tage auf Mallorca ohne Anja getrieben? Sport! Genau. Ah ja. Viel Sport getrieben, ja. Ja, Sie haben natürlich immer an Anja dabei gedacht, nehme ich an. Ja, ja, die ganze Zeit. Du, Ralf, ich habe auch total oft an dich gedacht. Vor allen Dingen nachts. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das nett geworden wäre, wenn die Dingens noch Anja noch ein bisschen auf die Insel draufgeblieben wäre. So. Das hättest du jetzt aber ruhig ein bisschen romantischer sagen können. So wie im Hotelzimmer. Anja, lassen Sie mal, der Ralf, der hat jetzt bestimmt so ein bisschen, ist ja aufgeregt hier auch wegen den Zuschauern, hat so ein bisschen Hemmungen, nicht? Männer schütten nicht gerne ihr Herz in der Öffentlichkeit aus. Dazu braucht man enge Freunde, mit denen man auch Sport treibt, zum Beispiel einarmiges Sangria-Stemmen. Liebe Talk-Freunde, begrüßen Sie jetzt mit mir Ralfs Freunde, die mit ihm auf Mallorca waren. Hier sind Thorsten und Uwe. Und ich finde, der Ralf, der sollte jetzt schon mal auspacken. Nach Thorsten. Und ich bin Thorsten. Ja, Uwe, und ich bin Thorsten, nimm Platz. Uwe, was soll denn der Ralf auspacken? Der ist doch gerade frisch verliebt und so. Kokolores, der soll dem armen Mädel mal endlich die Wahrheit sagen, ne? Was für eine Wahrheit? Ja, dass er keinen Bock mehr auf sie hat. Wie keinen Bock mehr? Was soll das denn jetzt heißen? Nee, das soll gar nichts heißen. Der ist nur am Spaß machen. Ich meine, der Ralf, der macht jetzt hier ganz schön hoch so. Ich weiß noch genau, wie das war. Ne? Also die Andrea da. Anja. Ah, von mir aus die Anja da. Die hat ja bei der Wahl zur Ballerman Queen 97 mitgemacht. Ja. Und ich habe dann noch persönlich das Wasser über ihr T-Shirt geschüttet. Ach, Sie waren das von der Freiwilligen Feuerwehr. Ah ja. Ja, ist doch Ehrensache. Ne? Und ich habe auch dem Thorsten gesagt, der soll das Ganze filmen auf Video. Und? Hat er? Ja klar, der Thorsten macht schon alles, was ich ihm sage. Das stimmt doch gar nicht. Lass einmal ruhig, sei mal ruhig. Bissi, da schauen wir jetzt mal rein. Schöne Kameraarbeit, Thorsten, ja? Aber komisch, ich habe weder Anja noch Ralf und Uwe da drauf gesehen. Wie kommt denn das? Das weiß ich jetzt auch nicht. Der Thorsten filmt alles, nur nicht das, was er soll. Mann, das stimmt doch gar nicht. Sei doch mal ruhig. Junge, Freunde, bei TV Kaiser soll sich keiner streiten, ja? Jetzt erzählen Sie lieber, was ist weiter passiert an dem Abend? Ja, was halt an jedem Abend passiert ist. Also der Ralf hat die Anja abgeschleppt und ich habe dann später noch ihre Freundin klargemacht. Ralf? Ja, quasi, also im Prinzip. Der Ralf, der mimt ja jetzt hier nur so rum, weil er nicht damit gerechnet hat, den ausgerechnet in ihrer Sender eine von diesen 10-Punkte-Weibern hier zu treffen. Ne? 10 Punkte, was? Ja, liebe Talkfreunde, glauben Sie mir, als Journalist und Talkmaster habe ich schon viel erlebt. Aber der Ausdruck 10-Punkte-Weiber, der ist mir neu. Liebe Talkfreunde, was ist ein 10-Punkte-Weib? Ist Anja etwa eins oder einer unserer nächsten Gäste? Und was wird eigentlich aus Anjas Traum von der großen Liebe? Wir werden es erleben. Ey, hör mal, seit wann bist du denn wieder zurück aus Griechenland? Seit 3 Tagen. Wieso fragt er das? Ich dachte nur, weil da müsste dein Sonnenstich doch eigentlich jetzt langsam vorbei sein. Aller Touristen haben im Urlaub Sex. 40% davon mit ihrem Partner. Liebe Talkfreunde, schön, dass Sie noch da sind. Anja hat ihre große Urlaubsliebe Ralf wieder getroffen. Ralfs Freund, der steht dieser Liebe allerdings etwas skeptisch gegenüber. Er hat gerade einen Begriff genannt, den ich noch nicht gehört habe. 10-Punkte-Vibe. Uwe, was ist ein 10-Punkte-Vibe? Ja, also bevor der Ralf, der Thorsten und ich in den Urlaub gefahren sind, haben wir uns überlegt, wer wohl da unten dann die meisten Frauen klar macht. Hm. Also dass der Thorsten nichts auf die Reihe kriegt, das haben wir ja schon gedacht. Ne? Aber
Der Ralf und ich, wir kriegen da immer ziemlich Stress. Und da haben wir uns halt dieses 10-Punkte-System etabliert, sozusagen. Ne? Ja, Punktesystem, der hat doch total einen an der Waffel. Ralf, jetzt sag mir, dass der Typ da drüben nicht mehr ganz richtig tickt. Bitte, Ralf, sag mir, dass das alles nicht wahr ist. Anja, ich kann verstehen, was jetzt in Ihnen vorgeht. Wir wollen da auch gar nicht näher drauf eingehen. Uwe, wer hat sich dieses Punktesystem ausgedacht? Ja, ich. Ich meine, wir sagen schon, dass wir uns das alles zusammen ausgedacht haben. Da bin ich nicht kleinlich, ne, Thorsten? Lass mal. Also das System geht folgendermaßen. Ja. Wer mit einer Frau zum Knutschen kommt, kriegt 2 Punkte. Aber das ist ja Kindergeburtstag. Ne? Ich meine, das kann ich. Wenn Sie sagen, jetzt kommt's. Wer mit einer Braut fummelt, kriegt 5 Punkte. Und für Sex mit allem drum und dran, jedet 10 Punkte. Ihr Schweine, sag mal, was denkt ihr euch dabei? Ja, wieso, was hat sie denn? Da gehören schließlich immer 2 zu. Anja, ich kann Sie da ein bisschen verstehen. Uwe, wenn ich Ihnen das persönlich auch glaube mit dem 10-Punkte-System, aber man kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist, ne? Ja, behaupten. Ja. Thorsten hat alles ganz genau notiert, da war nichts mit Bescheißen, ne, Thorsten? Ja, also, die Regeln müssen schon eingehalten werden. Weil ach, Regeln gibt's auch noch, ja, was denn für welche? Punktabzug für blond oder was? Nee, nichts gegen blond. Nein, nein, keine der Schüsse über 35. Warum? Naja, das wäre ja wohl witzlos. Also, Kegelclub-Viper aufzureißen, das ist ja genauso wie wenn man beim Torwandschießen die Torwand weglässt. Ne? Also. Also, weißt du was? Du bist wirklich das blödeste Sackgesicht, was ich je gesehen habe. Hey, komm mal, lass mal, der ist eigentlich hey, gar nicht. Du bist dieses Sackgesicht hoch 10. Sag mal, für wen hältst du mich eigentlich? Erst kotzt du mir das Klo voll und dann sülzt du mir das Ohr ab, wie leid dir das tut. Und wie lieb du mich hast. Und ich, Idiot, falle auch noch drauf rein. Ich, Trottel, verlieb mich in dich. Und für dich ist das alles nichts weiter als Torwandschießen. Also, das, Ralf, das klingt jetzt wirklich nicht sehr schön, Torwandschießen. Und Thorsten. Sie haben dann also die Buchführung übernommen. Ja. Ihnen muss ich auch mal was sagen. Sie sind Mittäter an einem emotionalen Verbrechen. So, und jetzt noch mal für die Genauigkeit. Wer hat den Wettkampf gewonnen? Also gewonnen hat der Uwe mit 4 Punkten Vorsprung. Jetzt warte mal. Warte mal, Ralf, soll das heißen, dass du gar nicht weiter an dem Wettbewerb mitgemacht hast, nachdem ich abgefahren bin? Ja, Mann, jetzt halt die doch endlich mal ein bisschen geschlossen, ey, das nervt langsam. Und Thorsti, die habe ich schon 1000 Mal gesagt, dass ich gewonnen habe. Sag mal, kriegst du das eigentlich nicht in deinen Schädel rein, oder was? Und ich, Idiot, gehe auch noch in diese beschissene Sendung, um dich zu suchen, ey, das glaube ich einfach alles nicht. Jetzt guck dir mal an, was du mir hier eingebrockt hast. Danke, vielen Dank, ey. Ey, komm, sei mal nicht sauer. Guck mal, hast du etwa was anderes erwartet, wenn du nach Mallorca fährst, oder was? Anja, glauben Sie mir, die Sympathien sind ganz auf Ihrer Seite. Danke. Und eine Bitte hätte ich noch. Sagen Sie bitte nicht wieder beschissene Sendung. Ralf, Uwe, Thorsten, um noch mal auf euer Punktesystem zurückzukommen. Wer hat denn jetzt wirklich gewonnen, ehrlich? Also jetzt noch mal langsam zum Mietschreiben. Ich habe gewonnen, weil ich am letzten Abend noch 10 Punkte gemacht habe. Mhm. Macht summa summarum 200 Punkte. Ist das jetzt klar? Du hast mit 20 Frauen geschlafen? Nee, mit 19. Mit 2 habe ich nur gefummelt. Also, du bist wirklich der Ballermann meines Lebens, du Arsch. Sie, Ralf, behaupten, Sie hätten kurz vor dem Abflug noch mit einer 10-Punkte-Frau oder sowas geschlafen, ja? Sollen das gewesen sein, Miss Phantom oder was? Der war am letzten Tag überhaupt nicht mehr mit auf der Rolle. 190 und keinen Punkt mehr. Und ich habe 195, 194. Ich hatte so eine kurze Dunkelhaarige mit kurze dunkle Haare. Habe ich das schon 10 Mal erzählt. Kurze Dunkelhaarige mit kurze dunkle Haare. Was ist denn das für eine Beschreibung? Ja, was weiß ich denn, wie die weiter ausgesehen hat? War doch dunkel. Hey, lass uns doch einfach auf ein Unentschieden ein. Sei doch mal ruhig. Ich pfeife auf so ein Unentschieden, hör mal. Da geht das schließlich um meinen Ruf. Um meinen hier. Auch. Ja, und um 50 Liter Pilz, genau. Ne? Ich finde das echt beschissen von euch, dass ihr mir das nicht glaubt mit dem letzten Abend. Nur weil der Thorsten das eine Mal nicht dabei gewesen war. Wie, Thorsten war das eine Mal nicht dabei? Thorsten, heißt das, dass Sie sonst jede Nacht mit dabei waren, wenn Ihre Freunde, Sie wissen schon? Sie meinen jetzt Sex? Sex. Ja, also ich musste ja immer dabei sein, quasi als Schiri, damit die sich nicht gegenseitig bescheißen.
Aber ich bin überhaupt nicht so. Aber ich finde das totale Scheiße, Frauen flachzulegen, nur wegen Punkte. Von wegen hier, unser kleiner hat doch versucht, was am Starten zu kriegen hier. Ich weiß überhaupt nicht, was der die Backen so aufreißt. Oder wo hast du deine 4 Punkte her, hä? Stopp, Freunde. Stopp, nur um journalistisch korrekt zu sein. 4 Punkte für Thorsten. Das heißt, 2-mal knutschen, richtig? Nee. 1-mal Brust gegrapscht. Aber wir waren nicht dabei. Schade, Herr Uwe. Ja, nun ist gut, ne? Ach komm, Thorsten. Komm. Das ist doch mal ruhig, Uwe. So, Thorsten, diese 4 Punkte, das sind 4 wunde Punkte auf Ihrer Seele. Sie können sich davon freimachen. Reden Sie drüber. Also etwa folgendermaßen. Ich habe Tina vorgenommen. Das ist die allerschärfste Braut im Paradiso. Das ist der allerschärfste Laden in Arenal. Die hast du nicht gehabt, Ralf, oder? Nee, die Tina nicht. Nee, aber du auch nicht, Uwe. Nee, ich auch nicht, aber ist eine Waffe, ne? Ja. Habe ich gefilmt auf Video. Uwe! Thorsten. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass unsere Zuschauer da auch mal reinschauen wollen. Das machen wir jetzt. Ja, Mallorca hat wirklich ein paar schöne Ecken, muss ich schon sagen. Ralf, welche davon war denn jetzt Tina? Die eine, die Blonde, da war Saskia und ja, die andere Chloé oder wie die heißt. Die Tina, die war da gar nicht bei. Hör mal, du filmst ja genau wie unser Spielberg hier. Ja, was ist denn jetzt genau mit Tina, Thorsten? Ja, erzähl doch mal, Thorsten. Oh Mann, das ist mir jetzt total peinlich. Also mitten im Gewühl, da kam die Tina da lang. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn das jetzt der Uwe und der Ralle sehen, dann werden die Augen machen. Da habe ich dann die Augen zugemacht und einmal feste zugedrückt. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Thorsten, wie hat denn Tina auf ihre Attacke reagiert? Bevor ich die Augen aufhabe, habe ich links und rechts voll einen geballert gekriegt. Deswegen heißt auch Ballermann, ne, Thorsten? Mach jetzt mal ruhig. Ich habe jedenfalls nur noch Sternchen gesehen und entschuldigen konnte ich mich auch nicht. Thorsten, es gibt Dinge, die kann man nicht ungeschehen machen. Aber deshalb freue ich mich umso mehr, Ihnen heute Abend die Gelegenheit bieten zu können, sich in aller Form zu entschuldigen. Die Tina ist da? Scharf. Hey, halt, die Tina ist da. Scharf. Also ihr seid echt eklig, ey. Also ich fahre nie wieder nach Mallorca. Ach, Anja, Rimini ist ja auch ganz schön, ne? Liebe Talkfreunde, hier ist die Gogo-Tänzerin aus dem Paradiso, der, wie wir jetzt alle wissen, schärfsten Disco in Arenal. Hier ist Tina! Super. Tina, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie extra für uns aus Mallorca hierher gekommen sind und ich glaube, Sie, solchen Applaus, den sind Sie sicher schon gewohnt, nicht? Nee, die Jungs im Paradiso klatschen nicht. Die glotzen nur. Außerdem können die auch gar nicht klatschen mit Bierflaschen in der Hand. Ja. Tina, wir haben hier 3 echte Fans von Ihnen. Ralf, Uwe, Thorsten. Wer sind denn die 3? Nie gesehen. Wie, das kann nicht sein, Tina. Das ist der Ralf und ich bin der Uwe. Und wir haben uns auch einmal ganz dicht an deine Tanzfläche gedrückt, wenn du da oben warst. Wie schön von euch, aber ich guck nie runter. Wie, heißt das, dass Ihnen alle Männer egal sind, die da an Ihrer Tanzfläche stehen und Ihnen zugucken? Wissen Sie, wie das ist? Ich sag Ihnen was. Ja. Wenn Blicke schwanger machen würden, dann wäre ich eine Babyfabrik. Man, es ist schon okay, ich mag den Job, verdient man ganz gut Geld und ist 100-mal besser, als was ich vorher gemacht habe. Ja, ja. Was haben Sie vorher gemacht? Tickets vertickt. Aha, gut, Tina, ich schätze als Ticketnachschmeißerin und Gogo-Tänzerin, da sind Sie sicher einiges an Anmache gewohnt. Aber was der Thorsten da gemacht haben will, das müssen Sie doch irgendwie gespürt haben, oder? Was denn? Hat er mich mit einer Pulle Sekt vollgespritzt? Passiert mir jeden Abend. Oh, das ist ja ein Ding. Dem Michael Schumacher, dem passiert das höchstens 5-mal pro Saison, wenn überhaupt. Thorsten, jetzt reden Sie mal mit Tina. Vielleicht erinnert die sich dann. Also Tina, ich bin der... Mann, das ist mir jetzt total peinlich. Du schaffst das. Also Tina, ich bin der dir an den Busen gekrapscht hat. Ja, du willst an mir herumgekrapscht haben? Mann, das musst du noch wissen. Ich wollte mich nur entschuldigen. Und wie du mir hinterher eine gelangt hast, dass ich nur noch Sterne gesehen habe, das war total spitzenmäßig töfte, echt. Ich soll den geschlagen haben?
echt nicht. Träum weiter, Kleiner. Das traf ich jetzt total nicht. Hey, Moment, dann heißt das ja, dass du dich selbst K.O. geschlagen hast, ne? Hey, was machen wir denn jetzt mit seinen 4 Punkten hier? Ja. Da müssen wir ihn abziehen. Ich meine, du, ich fass es nicht. 2 Wochen Mallorca, 0 Punkte. Das reicht fürs Hundesbuch. Ja, liebe Talkfreunde, wir sind an einem interessanten Punkt angelangt. Ein Mann outet sich als Grabscher. Gut, seine vermeintlichen Freunde haben ihn aufgestachelt. Er war betrunken, es ging um Punkte. Mildert das seine Tat? Liebe Talkfreunde, ich bin kein Richter, ich bin Journalist. Und in dieser Eigenschaft muss ich Ihnen eines sagen, Thorsten. Ja? Sie hätten die Augen nicht zumachen dürfen. Wieso? Als Ihre Hände das Ziel gefunden hatten, da stand da nicht Tina. Was? Da war da schon eine ganz andere Frau. Ja, sie stammt aus Koblenz und kennt sich beruflich mit Touristen aus. Hier ist Susanne Martens! Ich bin die Susanne und ich finde es schrecklich, dass manche Männer glauben, im Urlaub seien alle Frauen frei wild. Susanne, bitte. Thorsten, Sie wollten sich entschuldigen? Bitte? Das war echt die? Frau Martens. Also, Susanne, ich soll jetzt was sagen. Also, ich wollte mich entschuldigen, dass ich dir... Entschuldigung. Also, dass ich Ihnen, also jetzt in aller Form, an die Brust gegrapscht habe, sollte ja eigentlich auch ein anderer Busen sein. Sorry. Ja, ist okay. Ist ja auch schon fast verjährt, ne? Ich meine, das war natürlich unmöglich, wie der da einfach ankommt, wie so ein Mondkalb. Aber ich habe ja bisher zugeschaut, Herr Kaiser. Ja? Die wirklich schlimmen Bolzen, das scheinen mir ja mehr so die anderen beiden zu sein, ne? Die beiden Torwandschützen. Hey, jetzt aber mal gut, ne? Mach uns nicht so blöd von der Seite. Die zählt nicht, ne? Nee. Moment, wieso? Die zählt nicht? Ja, die ist ja bestimmt über 35. Und ich habe eben schon gesagt, 35? Limit. Limit. Machen Sie sich nichts draus, das sind Vollproleten. Vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nämlich überhaupt nicht gemerkt. Susanne, wie verbringen Sie denn Ihren Urlaub? Ich fahre ja in den Urlaub, damit ich mich mal entspannen kann, ne, zum Erholen. Mhm. Ich bin sowieso kein Typ für One-Night-Stands, weder hier noch im Ausland. Ja. Und warum fahren Sie dann nach Mallorca? Ich bin der Meinung, dass eine moderne Frau in der heutigen Zeit allein in den Urlaub fahren kann, ohne dass man ihr gleich unterstellt, dass sie eine Sextouristin ist. Mhm. Außerdem hat Mallorca ein paar schöne, ruhige Ecken und... Abgesehen davon war ich da ja überhaupt nicht im Urlaub. Ich habe da gearbeitet als Aerial Managerin für die Hotelkette meines Vaters. Ja, boah, ist die blöd. Das heißt doch Arenal und nicht Ariel, ne? Susanne, was haben Sie als Ariel Managerin gemacht? Ja, Locations ausgesucht, Restaurants gebucht, Tauchgruppen organisiert, was man so macht. Ja. Aber ich war da gar nicht lange. Ich bin ja dann noch gleich weiter nach Griechenland. Ja. Das ist auch viel schöner. Ja, haben Sie in Griechenland was Aufregendes erlebt? Oh ja. Ja? Und jetzt halten Sie sich mal fest. Also, das Aufregendste an dem ganzen Urlaub, oder eigentlich das Aufregendste in meinem ganzen Leben, war der Tag, an dem ich Dimitri kennengelernt habe. Aha. Bei einer Misswahl? Nein, er bediente in dem Lokal, wo ich zu Abend gegessen habe. Mhm. Bedient von vorne und hinten. Die Griechen sind Susanne, machen Sie sich da nichts draus. Reden Sie einfach ruhig weiter. Gut. Also, das war so. Dimitri hat mir beim Kellnern zufällig Rotwein über mein Kleid gekippt. Und dann hat er mich aber so entwaffnend angelächelt. Da war es gleich ganz um mich geschehen. Und als er dann auch noch gesagt hat, ich sei die schönste Frau, die er je in seinem ganzen Leben gesehen hat. Sogar mit Flecken. Ey, hör mal, seit wann bist du denn wieder zurück aus Griechenland? Seit 3 Tagen. Wieso fragt er das? Ich dachte nur, weil dann müsste dein Sonnenstich doch eigentlich jetzt langsam vorbei sein. Und ich, wir sind wirklich ineinander verliebt. Und dass wir uns in Griechenland kennengelernt haben, das war schon Schicksal. Ja. Ja. Und wirklich egal, ob in Griechenland oder in Deutschland, wir werden uns nie mehr trennen. Ja. Heißt das, Dimitri ist in Deutschland? Ja, er ist auch mit hier. Er sitzt da auch irgendwo. Was?
Theresa, ja. Ah, Dimitri ist da, Kalle nicht da. Dimitri, kommen Sie doch nach vorne zu uns. Ich lieber sitzen hier auf Platz. Ja, aber hier auf dem Platz kann man auch schön sitzen. Extra für Sie. Kommen Sie runter. Nein. Marco, geleite unseren Gast doch mal nach vorne, bitte. Da kommt der Applaus für Dimitri. Das ist schön. Das ist schön. Bitte. Was ist denn los? Das ist doch bloß eine Fernsehsendung. Er ist nämlich so schüchtern. Ja. Hey, Dimitri. Gute Masche mit dem Kleid, das ist super. Ja. Ich lieber ersetzen auf Platz bei anderen Leuten. Nicht so nervös, Dimitri. Susanne, wie kommt es, dass Dimitri Ihnen direkt nach Deutschland gefolgt ist? Ja, das ist so. Ich besorge ihm einfach einen Job in der Hotelzentrale meines Vaters. Ah ja. Ach, Ihr Vater weiß schon von Dimitri. Nein, aber ich habe ihm gesagt, dass er heute zuschauen soll. Ja? Also, hi, Daddy. Toll, was? Das ist Dimitri. Sus Klaus Rodolf. Das heißt, hallo, Dimitri, das weißt du doch schon. Hallo, Klaus Rudolf. Dimitri. Dimitri. Was haben Sie in Ihrer Heimat gemacht? Hä? Heimat. Ah, oh. Kellner. Ja. Service. Ah. Griechenland. Griechenland, ein kleines Lokal von meinem Onkel. Im Sommer kommen viele Touristen. Service, ja. Ah, ja. Mhm. Ja, Dimitri hat dann nämlich bei seinem Onkel in Archelos gelebt. Mhm. So ganz einsam mit Ziegen und so. Und die sind jetzt bestimmt alle ganz traurig da in seinem Dorf. Die Ziegen. Susanne, Dimitri, Sie haben ja eben gesehen, wie Marco Mommsen von Mallorca berichtet hat. Jetzt raten Sie mal, wo der hingejettet ist, von Mallorca aus. Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß was. Ja, genau, Dimitri. Der ist nämlich nach Griechenland geflogen. Ach, ja? Deshalb ist er auch so schön braun. Ja, genauer ist er nach Archelos geflogen. Und wissen Sie, was er da gemacht hat? Er hat Ihr Dorf besucht, Dimitri. Na, das ist ja toll. Ich lieber sitzen auf meinem Platz bei anderen Leuten. Dimitri, nein, nicht so bescheiden. Dimitri, hier kommen Grüße aus Ihrer Heimat. War das deine Tante? Was hat die denn gesagt? Ich konnte das ja gar nicht lesen, ich bin ja so kurzsichtig. Ja, ich bin sicher, Dimitri wird Ihnen das gleich in Ruhe erklären. Alexis und Dimitrios sind ja die Brüder von Dimitris Frau. Die Brüder von Dimitris Frau? Die Brüder, ja. Ja, liebe Talkfreunde, wenn man in Urlaub fährt, da kann man viel erzählen. Schöne Grüße an Ihren Vater übrigens, ja? Danke. So, liebe Talkfreunde, Ralf, Uwe, nochmal zu euch, zu dem Punktesystem. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja, ich, mit 200 Punkte. So. Nee, Quatsch, du hast nur 190, ich hab 195, Schluss, aus. Ich hatte doch die dunkelhaarige Verdeunung, eins geht's. Also, es wird Zeit, euren Streit ein für alle Mal zu beenden. So, liebe Talkfreunde, wer ist der wirkliche Sieger dieses diesjährigen Punkteurlaubs auf Mallorca? Die Lösung, die scheint irgendwie mit der ominösen, dunkelhaarigen Frau zusammenzuhängen. Wer ist diese Frau und was hat Ralf mit ihr gemacht? Wir werden es erleben. Liebe rat mich, Liebe sagt mich, wir zwei bereisen diese ganze Welt. Oh, warte, bis du an meiner Türe schellst, wenn du zahlst, alles mit deinem Geld. Da, 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 da. Liebe rat mich, Liebe sagt mich, wir zwei bereisen diese ganze Welt. Denn du zahlst alles mit deinem Geld, das ist, was mir an dir gefällt. Oh.
Freunde, hat Ralf jetzt 200 Punkte und damit ein 50-Liter-Fass gewonnen oder hat er nur 190 Punkte? Das kann uns eigentlich nur die 10-Punkte-Frau erzählen. Herzlich willkommen, Kirstin Sonnthaler. Ja, hallo, ich bin Kirstin Sonnthaler und diesen Ralf hier habe ich im Hotelflur getroffen. Hallo, Kirstin, genau, super, ey. 10-Punkte-Vibe direkt live hier vor mir, ey. Da staunst du, war Uwe, ey. Nee, die gilt nicht, die ist bestimmt 37 oder so, das gilt nicht. Ich bin 34 und ich verbitte mir, mich als 10-Punkte-Vibe zu bezeichnen. Siehst du, 34, doch 10 Punkte. Ich habe mit ihnen nichts gehabt, sie Prolet. Zuerst haben sie mich im Hotelflur belästigt und dann haben sie mir in die Zimmertür gereiert. Mann, war das eklig. Er hat gekotzt, genau wie bei mir, ja? Ja, oder so ähnlich, Anja. Ralf, ich glaube, Sie haben ein echtes Magenproblem. Und ich habe gewonnen. Ja, ich wusste es. Uwe hat gewonnen, Ralf muss das Pilz bezahlen. Die Mitri kann sich ja auch einen Schluck vertragen, nicht? Und Ralf, an Ihrer Stelle würde ich nichts mehr trinken, ehrlich. Ralf, vom Rätselamt heißt er für mich Reiherralle, ne? Und das ist der Tittentorsti. Jetzt halt doch endlich mal das Maul. Liebe Talkfreunde, ein schönes Schlusswort. Talkfreunde, so kann es einem ergehen, wenn man mit falschen Freunden in den Urlaub fährt und die schönsten Tage im Jahr als Wettkampf verbringt. Oder sich im Restaurant Rotwein über das Kleid kippen lässt. Oder wenn man drei Jungs aus Dortmund vor die Torwand läuft. Sollte man einen besoffenen Mann mit aufs Zimmer nehmen, ist es gut, einen Lappen bei der Hand zu haben. Unser Thema nächste Woche, Frauen am Steuer. Ich rechne mit allem, auch mit Ihnen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.